Heute haben wir mal wieder ein Potpourri an wunderschönen Fällen für Sie vorbereitet. Es gab da sachdienliche Hinweise für, naja, sagen wir mal, das ein oder andere kleine Problem, was da aufgetreten ist auf der Rennstrecke. Und da würde ich Sie gerne heute mit auf die Reise nehmen. Was haben wir denn hier als erstes? Müssen wir gleich mal gucken. Aha, wir befinden uns hier also auf Circuit Ojo. Wir sind in Amerika unterwegs, in Texas. Was wohl in Texas alles passiert ist, das finden wir gleich heraus. Ich muss nur noch mal ganz kurz kontrollieren, dass auch hier alles anonymisiert ist. Zur Sicherheit, Sie wissen ja, hier geht Datenschutz, wird bei uns vor Gericht sehr groß geschrieben. Das ist hier das A und O vor Gericht. Wir fangen mal an. Gehen wir mal rein in die wunderschöne Örtlichkeit Amerika. Was haben wir denn in Amerika? Sechste Runde, danach ist wohl Ruhe. Muss was Hartes passieren. Mir fällt nur ein Fall ein, wo das ein Problem sein könnte. Bevor wir jetzt zu schnell urteilen, meine Damen und Herren, gehen wir nochmal zurück in den Gerichtssaal, weil der höchste Richter muss mal ganz kurz graben. Aha, hier steht es nämlich schon geschrieben. We are in a quali. Last 2 minutes. I'm on a hot lap with a green delta. I do get a bad exit on the straight. Mr. Punkt, Punkt, Punkt hat überholt. Das erklärt's nun also. Das ist im Qualifying übrigens nicht gerne gesehen, meine Damen und Herren. Also im Qualifying überholen, währenddessen beide auf der Hotlap sind, also keine blauen Flaggen, nix, ne? Wird das nicht gerne gesehen, da einfach reinzustechen. Ay caramba! Da sind wir bei einer Strafe. Da müssen wir ganz kurz mal in den Katalog gucken. 0,45. Stimmt das? Yes. Da gibt es 0,45 Safety Rating abgezogen. Blaue Flagge in der Quali? Ja. Wenn deine Runde ungültig ist, OL, also falls ihr da draußen das mal haben solltet, falls deine Runde unglücklich ist, ungültig ist und dir kommt jemand von hinten angefahren und möchte dich überholen, kriegst du eine blaue Flagge, weil deine Runde ja nicht mehr gewertet ist und somit ist derjenige, der hinter dir kommt, ja in dem Moment der Schnellere und möchte dich überrunden und du kriegst dadurch eine blaue Flagge reingedrückt und weißt dann, aha, von hinten kommt jemand, der hat eine gültige Runde, muss ich durchlassen. Gib 0,45 an der Stelle. Okay. Kurios, kurios. Eine gültige Runde ist auch ausgesprochen unglücklich. So, was haben wir denn als nächstes hier? Schauen wir mal ganz kurz. Wo sind wir denn beim nächsten Fall? Oh, wir sind nochmal in Amerika. Was haben wir denn hier? Okay, da geht's. Da müssen wir nochmal ganz kurz vorher kontrollieren. Sicherheitshalber. Okay, das ist alles gut. Wir wollen ja immer, dass die Leute auch anonymisiert sind. Also schauen wir mal rein, was hier passiert. Ich kann es schon erahnen. Wenn ihr das seht, was wäre euer Guess, was hier passiert? Wenn ihr nur dieses Bild gerade seht, den ersten Frame. No further action, Tieftaucher, tauchen, diven mit abräumen. Also der Großteil ist für diven. Okay, schauen wir mal rein, ob es denn wirklich diven ist. Ein dreifacher Rückwärtssalto? Wow. Es ist kein Dive. Nee, es ist mehr ein Schieber. Es ist mehr ein Schieber. Es ist nicht Runde 1. Da müssen wir ja drauf achten. Es ist ja Runde 21, wenn wir das richtig sehen gerade. Ich glaube, dass der Lambo einfach einen besseren Exit hatte als der Ferrari. Aber was willst du machen? Also das kann jedem mal passieren, übrigens, by the way. Das ist überhaupt nicht schlimm, dass man sich mal verschätzt mit dem Pinsel. Aber ich glaube, der Ferrari, wenn ich das jetzt so richtig einschätze aus dem Bauch raus, der Ferrari kommt langsam aus der Kurve. No further action würdet ihr da geben? Warum das denn? Wow. Okay. Warum würdet ihr jetzt no further action machen? Das würde mich jetzt mal brennend interessieren. Macht ihr das jetzt aus Shits und Giggles oder meint ihr wirklich, dass das no further action ist? Ja, hätte ich nicht... Also, okay.
Verstehe ich? Pass auf. Das LFM-Prinzip läuft ja so, dass wenn eine Strafe eingereicht wird, wird ja dann auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, juristisch dem nachgegangen. Ne? Und hier ist es ja causing a collision an der Stelle. Also er wird ja nun mal rausgedreht. Wäre jetzt kein Report, hätte kein Report stattgefunden, dann hätte er auch, wäre logischerweise keine Strafe, hätte keine Strafe stattgefunden. Aber hier gibt es ja trotzdem causing a collision. Ne? Wenn wir jetzt an der Stelle sagen, wir machen no further action, wie würde denn das aussehen in der Zukunft, wenn solche Sachen passieren? Dann müsste man ja überall solche Dinge durchwinken und sagen, ja, ist okay, no further action. Auch wenn uns das mal passieren kann, ne? Also es kann jedem mal passieren und es ist auch nicht schlimm. Also es ist wirklich überhaupt nicht schlimm, dass so etwas vorkommt. Denn manchmal verschätzt man sich halt einfach oder verschätzt man sich einfach beim Rausbeschleunigen. Aber hier können wir definitiv nicht no further action machen, aufgrund der Tatsache, dass ja wirklich eine Kollision stattgefunden hat und der Ferrari ja auch beeinträchtigt wurde, weil er dann ja auch Position verliert, ne? So, weil jetzt verliert der Ferrari, kann man ja schon sehen, eine Position, zwei Positionen und wer weiß, wer da noch alles vorbeifährt an der Stelle. Also no further action würde ich jetzt auch mal von absehen. Das ist, wenn ich mich recht entsinne, müsste es 06 sein. Ich gucke nochmal sicherheitshalber nach. Es sind 06, also ist eine ganz normale Strafe, 06 und dann ist das causing a collision. Die Texte müssen wir ja auch mal mit dazu hinzufügen. Ich kann euch das nicht zeigen, wegen der Anonymisierung logischerweise, ne? So, aber an der Stelle 06 ist ein relativ simpler Fall. Das sind halt solche, ja, solche Fälle, die immer mal passieren können. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm, ist, dass das passiert. 0,6 Safety Rating kriegt ihr jetzt abgezogen. Korrekt, genau. Jetzt sind wir in Suzuka. Unsportsmanlike Conduct. Das sind immer schöne Fälle. Was haben wir denn bei Unsportsmanlike Conduct? Hier muss ich einmal bitte einen Moment für mich nehmen, weil ich muss das mal eben kontrollieren, dass auch kein Name zu lesen ist. Weil wir wollen ja das anonym machen. Das sollte soweit funktionieren. Copy. Okay, was haben wir jetzt hier? Das sieht auch aus, als wenn er gleich abstellt. Der Ton ist sehr leise, aber das ist okay. Okay, also wir fahren, wenn wir jetzt hier mal gucken, sind das 6 Runden. Korrekt. Das heißt, er ist kein ganzes Rennen gefahren. Selbst wenn es ein Sprintrennen wäre, wären es mehr als 6 Runden. Copy? Das heißt, nach Adam Riese müssten wir wieder im Qualifying sein. Wir müssten eigentlich im Qualifying sein. Okay, er ist ausgewichen. Aha. Er ist ausgewichen und durchgefahren. Warum ist das jetzt unsportsmanlike conduct? Weiß das jemand? Kann sich jetzt jemand denken, warum das unsportsmanlike conduct ist? Ich frage das mal so in die Runde. Muss er die Position zurückgeben? Er hat einfach durchgezogen. Ich habe im letzten Rennen 0-2 dazu bekommen und habe nicht einen berührt. Ja, das kann sein, dass du sehr viele Old Cuts hattest. Die zählen da auch mit rein. Er hätte hupen müssen. Außerhalb der Strecke überholen. Bessere Track-Position für die nächste Runde. Weil abgekürzt. Passt mal auf. Wir sind ja wieder im Qualifying. Ne? Das haben wir ja jetzt, weil es sind 6 Runden, also 5 Runden. Und ich nehme mal an, wir sind jetzt hier nicht im Rennen, sondern im Qualifying. Das werden wir gleich nochmal nachsehen. Warum ist das jetzt unsportsmanlike conduct? Also, er setzt sich ja vor den Ferrari, er ist außen rumgefahren, ist ausgewichen, ist erstmal nichts Schlimmes dran und ist vor den Ferrari gefahren. Prinzipiell auch erstmal schwierig, könnte man eventuell nochmal durchwinken lassen. Aber vielleicht hat der ein oder andere damit schon mal Erfahrungen gemacht, wenn man in der letzten Kurve richtig Schwung holt und zu viel Geschwindigkeit über Start-Ziel generiert, wird die kommende Runde nicht mehr gewertet. Das heißt, in der Theorie wäre der McLaren an der Stelle schon bestraft worden, indem die nächste Quali-Runde nicht zählt und hat sich somit vor den Ferrari gesetzt, der eine freie Runde gehabt hätte. Und somit hat er ja den Ferrari dann eingeschränkt in seiner schnellen Runde, auf die er dann gewesen wäre. Weil man kann ja sehen, ganz klar, hier ist ja vor ihm, ist ja sonst kein Auto. Und der McLaren bemüht sich aber auch nicht, Platz zu machen.
Also er gibt ihm zwar jetzt logischerweise Windschatten, was ja ganz nett und süß ist, aber er lässt halt keinen Platz. Und für den McLaren ist höchstwahrscheinlich die Runde auch ungültig. Leider können wir das nicht nachvollziehen. Dadurch, dass er aber den Schwung geholt hat, nehme ich persönlich sehr stark an, dass er nicht auf einer gültigen Runde ist. Nichtsdestotrotz setzt er sich davor und macht halt die freie Runde für den Ferrari, die er sich ja erarbeitet hat, macht er die ja kaputt. Ne? Könnt ihr das nachvollziehen? Keine blaue Flagge, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Moment, wenn wir jetzt mal gucken an den Rennstreckenposten. Hier sind nirgendwo blaue Flaggen zu sehen. Nee, sind vorher keine blaue Flaggen? Können wir irgendwo was sehen? Der Streckenposten hebt auch keine. Das heißt, in der Theorie ist sie jetzt ungültig und haben wir hier irgendwo nochmal einen Streckenposten. Hier wäre ein Streckenposten gewesen. Es ist keine blaue Flagge da. Tatsächlich wäre seine Runde gültig gewesen. Nichtsdestotrotz setzt er sich ja vor den Ferrari und nimmt ihn damit ja die freie Runde durch das Manöver außenrum. Ne? Also deswegen habe ich ja gesagt, es wäre jetzt an der Stelle ein Goodie gewesen, wäre die Runde ungültig gewesen. Am Ende, auch wenn er ausweicht, hier hätte er bremsen können und müssen und hätte sich einfach hinter den, jetzt hier beispielsweise, hätte er sich hinter den Lamborghini einreihen können und hätte seine Runde fahren können. Ne? Aber er entschließt sich jetzt halt dazu, hier außenrum zu fahren, geht auch nicht wirklich vom Gas, bremst nicht runter, sondern geht volles Pfund rein. Das ist nicht aus dem Quali. Ich wette mit dir, das ist safe aus dem Quali. Weißt du auch warum? Weil der Ferrari, wenn wir da jetzt mal reingehen, hier, weil der Ferrari hier an der Stelle 3 Liter Sprit drin hat. Und das ist seine eigene Angabe. Und wir sind in Runde 6. Wir sind in Runde 6 und er hat nur noch 3 Liter Sprit. Das heißt, in 6 Runden würde er niemals ein 25-Minuten-Rennen abschließen können. Demnach sind wir in der Quali. Aber wir lesen jetzt mal ganz kurz, nachdem wir das analysiert haben, den Text dazu durch. Und der Text steht, on my fast lap, he tries to overtake me without respecting my lap. Qualifying. Hätten 3 Liter gereicht für eine schnelle Runde? Yes. Suzuka hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zwischen 2,6 und 2,7 Liter. Das müssten wir dann auch an der Stelle wieder mit 0,45 bestrafen. So, das ändern wir hier in Ignoring Blue Flags, weil das unter dieser Rubrik läuft. Und dann schicken wir ab den Flummi. Das stimmt. Oh, damn. Aber was haben die denn in der Schikane veranstaltet? Naja, in der Schikane hat sich einer verbremst, ne? Und ist halt nach ganz außen gegangen. Und er musste dann halt ausweichen, weil er auch irgendwie ein bisschen zu spät gebremst hat. Und schwuppdiwupp kommen dann sowas zustande. Und dann hast du vielleicht in dem Moment eine Kurzschlussreaktion und denkst einfach nur nach, okay, cool, ausweichen und dann fährst du vorne wieder drauf. 0,45 und der Schubser bekommt 0,6. Das ist richtig. Das geht nämlich nach Strafenkatalog und der Strafenkatalog sagt 0,6 für eine Kollision. Korrekt. Ich glaube, es geht um die Überholaktion vor der Ziellinie. Korrekt, ja. Ich sage ja, selbst wenn seine Runde an der Stelle ungültig wäre, ne? Also ich nehme ganz stark an, dass sie ungültig gewesen ist, weil mit dem Schwung, den du da rauskriegst, bist du viel zu schnell. Kann sein, dass ein Suzu gar nicht funktioniert. Es waren keine blauen Flanken, gebe ich dir recht. Das sind ja die einzigen Indikatoren, die wir haben. Geht es trotzdem darum, dass er nicht die Runde, sondern die Runde, die der Ferrari gefahren ist, auch der Lamborghini, der dahinter war, nicht respektiert hat und sich einfach davor eingereiht hat. Ne? Und das geht nicht. Das macht man einfach nicht im Qualifying. Man respektiert die anderen Fahrer, die dort teilnehmen am Rennen und auch im Qualifying, die sollte man respektieren. So, was haben wir denn hier? Rejoining the track in unsafe manner in Suzuka. Okay, interessante Grafik. Auch hier ist Widescreen. Ich muss das einmal ganz kurz kontrollieren. Sollte soweit aber gut aussehen derweil. Yes, wir gehen mal rein. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, das ist eine interessante Kurve für sowas. Haben wir Ton? Ja. Oh, das ist aber laut. Das ist sehr interessant. Okay, bis hierhin nicht schlimm.
Okay, das ist wirklich verrückt. Ich denke, also wirklich, ohne jemandem irgendwas vorzuwerfen, ne? Wirklich jetzt. Ich denke, dass alle, die irgendwann mal angefangen haben mit Rennsport, solche Situationen kennen. Also ich denke, das kennen auch Menschen, die mehrere tausende Stunden fahren. Manchmal ist man nicht Herr über seinen Körper und dann macht man einfach Sachen. Und ich sag mal so, nach dem ersten Dreher wird das schon Tilt sein, dann der zweite Dreher ist Full Tilt, dann der Kontakt, da war Full, richtig Tilt und irgendwann ist halt vorbei. Nicht, dass, also ich möchte damit nicht sagen, dass dieses Verhalten okay ist. Ich kann einfach, denke ich, nur nachvollziehen, dass der Fahrer in dem Moment ein bisschen hilflos gewesen ist. Nee, es war nicht die letzte Runde. Er hat das Auto einfach abgestellt danach. Ich glaube, er war dann komplett raus. Also bis hierhin okay, ne? Passiert. Schon Tilt, nehme ich an. Hier jetzt richtig Tilt. Hier ist Full Tilt. Und ab hier ist einfach Double Tilt zum Quadrat. Und das ist eigentlich, wenn wir das mal so betrachten, sogar fast noch Massencrash. Also hier ist schon Game Over dann. Das ist halt wirklich unsafe rejoin sein Vater. Ne? Wie gesagt, auch das hier, es ist wirklich nicht schlimm, dass das mal passiert. Manchmal, also wirklich, du hast einen schlechten Tag, bist vielleicht nicht ganz mit dem Kopf, denkst so, komm, ich fahre noch ein, zwei Runden. Dann passiert dir so ein Murks, drehst dich raus, drehst dich nochmal raus, machst die nächste Pirouette, dann hast du halt einfach irgendwann die Schnauze voll und machst halt so einen Käse. Ne? Entschuldigt nicht, dass man jetzt eine Strafe kriegt, kann aber allen passieren. Also wir sind alle nicht fehlerfrei als Fahrer, so sind wir wirklich alle nicht. Und man erkennt hier auch, ehrlich gesagt, keine Absicht an der Stelle, logischerweise, ist einfach scheiße gelaufen. Lasst das nochmal einmal laufen, dann könnt ihr euch das nochmal ansehen. Wirst du auch Tage haben, Ol, wo das passiert, wo du nicht stehen bleibst? Wird es auch Tage geben? Nee, absolut keine Absicht, nein. An welcher Stelle ist das denn Absicht? Der letzte Rempler ist auch keine Absicht. Maga, du kannst hier keine Handzeichen geben, ne? Also die sehen sich nicht. Es kann keiner winken und sagen, fahr, so. Die stehen sich halt gegenüber. Also die stehen sich wirklich gegenüber und der eine bewegt sich nicht, der andere nicht. Und dann entscheiden sich beide loszufahren, so. Die können nicht kommunizieren, so, ne? Also nein, das ist keine Absicht. Das kann halt wirklich passieren. Trotzdem fahre ich da nicht auf. Ol, ich glaube, wenn wir uns deine ganze Rennkarriere angucken, wirst auch du das machen. Also selbst ich nach... Wann sind wir das letzte Mal Suzuka gefahren? Weit über 2000 Stunden bin ich gefahren. Und ich habe mich auf dem Rasen auch bestimmt viermal im Kreis gedreht. Locker, wenn das mal reicht. War dann auch Tilt. Ich habe zwar keinen abgeschossen, weil ich Glück hatte, dass ich Triple Screen fahren kann. Ich kann rausgucken und bin dann auch größtenteils ein übersichtlicher Fahrer. Aber selbst mir, der versucht, ein sehr fairer Fahrer zu sein und nicht Leute irgendwie rauszudrängen, habe ich auch schon gemacht. Ist auch schon passiert, logischerweise. Passieren solche Dinge. Manchmal hat man einfach einen Tag, da ist man geistig einfach nicht anwesend. Und das ist normal. Das ist unsafe rejoin, ja. Es ist wild, also wenn man sich das anguckt, ist es wirklich wild. Schön ist es nicht. Der Grüne ist, by the way, zuerst gefahren. Das ist absolut korrekt. Was wir hier nicht vergessen dürfen, und das möchte ich auch extra bitte nochmal betonen, das ist übrigens ein Safety Rating, was damit abgezogen wird. Was man an dieser Stelle immer nicht vergessen darf, für uns als Betrachter, wir haben die Möglichkeit, alles super hart unter die Linse zu nehmen. In
Ne, wir können uns jetzt 10 Minuten Zeit nehmen und uns das ganze Videomaterial ansehen. Menschen in einem Rennauto müssen einen Bruchteil von Sekunden, manchmal Millisekunden einer Entscheidung treffen, ohne dass sie mit anderen Menschen kommunizieren können und ohne dass jemand weiteres von außerhalb mit reinsprechen kann, sowas wie ein Renningenieur. Das haben wir ja bei den LFM-Rennen in den meisten Fällen nicht. Für uns ist es einfach zu sagen, ja, wäre mir nicht passiert. Ich sehe das, was ist das für eine Clowns-Fiesta? Das ist richtiger Much, richtiger Scheiß. Und der eine ist früher gefahren als der andere. Selbst im Real Life, wo manchmal Vorfahrtsregelungen nicht klar sind und man gibt keine Handzeichen, steht man manchmal auf einer Kreuzung. Das ist once in a fucking lifetime. Du stehst dort, gibst dir keine Handzeichen und beide stehen dort, gucken sich an und fahren zur gleichen Zeit los. Das ist once in a fucking lifetime. Und es kann passieren. Ne? Also gerade hier in dem Fall zu sagen, ja, hat er mit Absicht gemacht. Sie stehen halt da, gucken sich an, der eine fährt los, der andere will auch los. Stresssituation, ping, pong, peng, eins kommt zum anderen und dann huddeli, puddeli, macht's peng, peng. Ist super scheiße, ist auch für alle anderen Mitfahrer absolut scheiße, was da passiert. Und ich würde ins Essen kotzen, wenn ich einer dieser Fahrer gewesen wäre. Am Ende des Tages muss man sich aber immer auf sich selber berufen und sagen, puh, also ich habe definitiv auch schon mal so eine Scheiße gemacht. So, was haben wir denn jetzt als nächstes? Intentional causing a collision. Ich frage wirklich mal in die Runde. Würdet ihr sagen, dass das absichtlich passiert ist? Denkt ihr, dass das mit Absicht passiert ist? Also ist das intentional? Da müssen wir den Wort seines Streams schauen. Fair point. Ich nehme den Schuss in meine Richtung an. Danke. Also laut Lichthupe ja. Ist Lichthupe jetzt ein Indiz dafür, dass wir was mit Absicht machen? Es kann sein, aber wie wollen wir das beweisen? Korrekt. Das Einzige, was wir hier an der Stelle sehen, ist, dass der McLaren sogar versucht, es klappt zwar nicht, aber er versucht, dem Ganzen auch noch aus dem Weg zu gehen. Indem er jetzt vom Gas geht, zwar nur super kurz, nochmal und dann macht es. Also ich würde hier wirklich davon absehen zu sagen, dass es Absicht gewesen ist, dort diesen Unfall zu verursachen. Aber das ist schon jetzt das zweite Mal, dass ein Ferrari nicht wirklich aus dem Pushen kommt. Der hat wohl Exit Speed, ist nicht so. Obwohl, na gut, er ist weit nach außen gegangen, wegen dem Porsche. Also nee, ist ein normales Causing a Collision, ist ein Safety Rating, schieß ab den Flummi. So, da machen wir mal Causing a Collision draus. Und es ist Causing a Collision sogar in Lab 1, das habe ich gar nicht beobachtet. Das habe ich gar nicht gesehen, dass es in Lab 1 war. Hier steht sogar extra, naja. Ja, wer Lichthupe bekommt, muss Platz machen. Das ist absolut korrekt, ja. Das ist absolut korrekt.